oben zum Tutorial Channel und Client-Einstellungen. Ich denke, wir befassen uns jetzt erstmal mit den Client-Rechten. Rechte-System, Client-Rechte, ganz normal. Und da können wir zum Beispiel eine Client-ID angeben. Das sind in dem Falle diese eindeutigen IDs hier. So nennen wir mal meine zum Beispiel. Und legen die dann hier rein. So. Datenbank-ID wäre dann herauszufinden über Servergruppen. Das ist dann hier bei mir die 313. Für den Fall, diese würde natürlich auch funktionieren. Können wir auch ganz einfach mal testen, indem wir einfach 313. Und dann kommt er bei mir raus. Und dann könnte man jetzt aufklappen und die ganzen Rechte setzen, die ich bei den Servergruppen schon angesprochen hatte. Dazu das Video einfach mal durchgucken. Da kann man sich dann einsehen. Ich werde dann bestimmt nachher noch zu dem Thema ein einzelnes Video machen, wo ich diese noch mal beschreiben werde. Hier könnten wir dann halt ganz normale Einstellungen machen, die dort im anderen Video schon erklärt sind. Channel-Rechte wäre jetzt der Channel Default, den wir hier sehen. Und da könnten wir zum Beispiel setzen, was darf denn dieser Channel überhaupt alles? Oder was darf man in den Channel? In dem Fall ist es der Willkommens-Channel, wie man hier sieht. Und wir könnten hier einstellen, was man denn da drinnen alles darf. Das heißt, darf man dann zum Beispiel hier Datentransfers machen, können wir zum Beispiel sagen, wir dürfen diese hochladen und wir wollen auch ein Vergaberecht dafür geben, dass man das da überhaupt drin darf. Jetzt kommen wir zu den Channel-Gruppen. Kurz gesagt ist es dasselbe wie bei den Server-Gruppen, die wir hier uns schon mal angesprochen hatten, zur Erinnerung. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel dasselbe einstellen. In dem Falle ist hier schon Berechtigungsschlüssel abrufen und erstellen da. Aber das geht halt bloß für die channelbezogenen Dinger. Hier ist dann zum Beispiel auch schon standardmäßig eingestellt, dass man halt Channel erstellen darf als Channel Admin. Als Voice geht das nicht, als Operator auch nicht. Aber als Channel Admin darf man das. Natürlich hat man dann hier die Abonnierpower von 25 oder die Löschpower von 60 und dergleichen. Modify Power, die Icon ID, wie groß darf dieses maximal sein, ist hier nicht angegeben, auch unwichtig hier in dem Falle. Und die Avatars setzen und dergleichen. Hatten wir im anderen Channel, im anderen Video schon beschrieben. Das kann man dann hier machen, wie bei den Servergruppen. Kann man dann auch erstellen, indem wir einfach Test 6, 7, 8 schreiben zum Beispiel. Und dann haben wir auch wieder diese Datenbank-IDs, mit denen wir dann notfalls als Admins oder zur Query-Admin dann Sachen einstellen könnte. Natürlich auch wieder hier rechten Mausklick, könnten wir den Administrator kopieren und dann diesen dann natürlich abändern. Da können wir sagen, das ist der Co-Administrator zum Beispiel und der darf halt ein paar Sachen und ein paar Sachen darf halt nicht. Muss man dann selber entscheiden, wie man das hier einstellt. Ups, Entschuldigung, das war das andere Video. Alles kurz klein. Ja, schneide ich noch aus. So, weiter geht's. Ja, das sind dann die Channel-Gruppen, die man dann halt machen kann. Und hier gibt es dann noch die Channel-Client-Rechte. Da kann man zum Beispiel eingeben, ich bin die 313, wie vorhin schon bemerkt, in dem Falle hier. Und kann dann noch eingeben, was darf ich denn überhaupt in dem Channel default, wenn ich mich da drin befinde. Da kann man das dann zum Beispiel so einstellen, dass man einen bestimmten Channel sich befinden muss, als
In dem Falle mein Nutzer, ich hier mit der 313 ID, DS3 niemand nieder, dass ich mich in dem Channel befinden muss, um bestimmte Sachen machen zu können. Überhaupt. Da kann man halt die Nutzer dann dementsprechend einschränken und sagen, die Nutzer dürfen halt bloß in einem bestimmten Channel Daten hoch und runterladen. Ist natürlich sinnvoll, wenn man das alles ein bisschen überprüfen will, was die denn hoch und runterladen. Das wäre dazu erklärt. Und bye.